Willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Herzlich willkommen hier, danke fürs Zuschauen. Und wir müssen Cloud und so retten. Aber erstmal vorweg, ich war ja am Wochenende bei der Hochzeit, deswegen kam Sonntag nichts. Und Freitag kam ja auch nichts, weil da die Vorbereitung war. Ich habe Freitagabend angefangen aufzunehmen. Das konnte ich hochladen und dann war es Samstagmorgen da. Da gab es eine Folge. Deshalb will ich heute zwei Folgen machen, morgen zwei Folgen. Mal gucken. Ja. Und gucken, wie man das in Zukunft machen kann, ohne Unterbrechung oder so, wenn ich mal weg muss. Aber ja. Ich mache mir immer... Also, ne? Manchmal mache ich im Vorlauf Videos und dann denke ich mir so, naja, brauchst du ja eigentlich nicht. Und ich habe noch so viele, mache ich heute am Tag zwei Videos, ein Video. Oder ich mache morgen ein Video, dann brauche ich keins machen und kann noch streamen den Tag. Von den Gedanken muss ich mal weg, weil, ne, dann kann ich mehr machen die Tage, aber wenn ich dann mal weg bin, ist sowas. So, ich will da aber auch nicht lange drum rumreden. Zwar wollen wir jetzt Cloud und Barrett und Brad und Kate zur Hilfe eilen. Von daher, da waren wir schon, also gehen wir jetzt hier die Drohnen an und Shinra. Ne? Und wir müssen Shinra dann besiegen. So, mal gucken, ob die das geschafft haben. Sie haben einen heftigen Schlag von der Rubinwaffe abbekommen. Das ist bestimmt die Rubinwaffe, oder? Also ich denke das mal. Klar, oder? Ist die Rubinwaffe. Noch ein Hackentritt. Bam. So. Das ist dann sehr cool. Und während das hier rendert, kann ich ja dann noch meine Handwerker und Sammler bei Final Fantasy machen. Und gut ist. Und danach kann ich im Privaten mal Vanigamanda üben und andere Extremes. Und dann schaffen wir die. Oder können wir die im Stream machen, ja? So. Perfekt. Perfekt, aber auch. Zack, zack, zack. So. Wir gehen weiter und helfen Cloud und so. Cloud, Barrett. Wir kommen! Tifa, Yuffie und Aerith sind da bei. Wir sind unterwegs. Von denen kann ich mir die Namen komischerweise merken. Aber gut, das kenne ich ja auch schon seit damals. Also ist es ein bisschen, ne? Bisschen länger her. Und man, wenn man das immer gehört hat, dann kennt man die doch auch. Außer man hat nichts mit der Serie zu tun gehabt. Das ist der erste Berührungspunkt. Und man ist ja auch jeder anders, ne? Manche können sich sehr schnell Sachen merken, manche halt nicht. Ich bin halt mit einem Sieb geboren. Aber wozu gibt es Erinnerungssachen, Notizen? Warum malträtieren die uns so? Ja, warum? Wieso? Wir machen ein Gebet, denn tiefer ist... Jetzt reicht's aber auch, ne? Wir wollen hier nicht noch sterben. Mein Anspruch ist es, ich benutze auch, ne? Königstrank hilft alle, aber wir haben nur einen davon. Sollten wir mehr machen, ne? Tifa, Aerith heilt, ne? Hallo? Das ist doch... Man müsste danach noch irgendwas schmeißen können oder so. Ist doch doof. Jetzt sind wir auch tot, oder was? Ich lade gleich nochmal und dann gehen wir nochmal hier rein. Hör mal auf damit. Ich will hier nicht sterben. Hallo? Aber wie lange das auch geht, ne? Sind die irgendwie doof? Megatrank reinschmeißen, aber wirklich. Schon wieder? Hä?
Ja, da konnten wir gar nichts machen. Was ist das denn? Abkampfbeginn erneut versuchen. Ja, aber du kehrst zum Beginn des Kampfes zurück und kannst sie noch einmal versuchen. Die bisher verdienten Erfahrungsbleibe bleiben dabei erhalten. Spielstand wirklich laden. Wir machen noch mal neu, ne? Also ich lasse das hier drinne, weil es ein Fail und sowas, ja? Und nimm euch kurz mit hier in den Ladebildschirm und dann hier rein. Das geht ja vor allen Dingen, ne? Und dann machen wir noch mal. Dann machen wir die Folge ein bisschen länger, weil ich ja versagt habe. Aber warum? Guck mal, wir sind volles Leben, ja? Ich wollte was erzählen und dann... Warum? Das ist doch voll... Die lähmen ein und dann... Vor allem, die treffen ja auch die ganze Zeit. Ne, jetzt reicht's aber hier. Muss die Schock... zum Schocken bringen oder so. Jetzt kommen die anderen noch dazu, ne? Nee, jetzt reicht's aber auch. Es reicht wirklich mal jetzt. Schützender Magiekreis war das, oder? Ja, der bringt den zum Schocken. Zum Schockzustand. Also wirklich hier. Das lassen wir uns nicht mal mit uns machen. Lass das. Stufe gestiegen. Aber den Kampf hier hatten wir doch auch noch geschafft, oder? Ich hoffe. Ja klar, den hatten wir hier noch geschafft, aber... Warum war das denn gerade so schwer? Die haben die ganze Zeit jemanden betäubt und dann... Muss ich einen Paralysetrank einsetzen oder wie? Aber wenn ich das nicht will... Wir schubsen den die einfach hier die Schlucht runter. Einfach rein damit, aber... Einfach Flügel stutzen und reinwerfen. Ist aber doof, oder? Jetzt gibt's die hier wieder. Ich bin da zu verhältnismäßig rangegangen, ne? Jetzt geht das schon wieder los. Diesmal aber nicht. Ja, wie ist das? Also richtig, ne? Aber jetzt geh da mal ran. Rückwärtssalto, stürmischer Umsturz vielleicht. Ja, das ist eine Schwäche. Vor allem, das geht auch in der Luft. Weg damit, aber wirklich. Hat sie Vitra? Ja. Also dann schiebt Yuffie mal was zu. Oh mein Goodness. Schnell auf Aeris. Stürmischer Umsturz, bitte die Drohne wegmachen. Natürlich, aber die sind gegen Ninjutsu. Ich glaube Gewitter, ne, war's. Ja, Schwäche Gewitter. Jetzt reicht's aber auch. Weg mit denen, die einen immer die ganze Zeit paralysieren. So, und sie hat ja noch einen Engel. Das heißt, wir können Aeris wieder heilen. Und sie kann Vitra rein. Bei mir Aeris, bitteschön. Jetzt reicht's aber euch auch mit euren Sachen, also wirklich Sperrfeuer. Ja, weg damit. So was brauchen wir nicht. Hier, Yuffie. Ach, du
wir können ja hier einkaufen und so. Jetzt kaufen wir auch Sachen ein. Ein Ether. Phönixfeder, die brauchen wir ja wieder. Megatrank? Nee, da können wir nicht so viele holen. Aber hier, 6000, rein damit. Hier können wir nicht so viel holen. Hier vielleicht noch zwei Stück dazu, damit wir 60 haben. Jungfernkuss sollten wir vielleicht auch mal wieder 10 Stück mitnehmen oder so, ne? Falls wieder Frösche kommen. Sonst haben wir nichts. Perfekt. Jetzt retten wir aber auch Cloud und sowas, ne? Wir müssen einmal hier kurz uns regenerieren. Ist aber auch wirklich so. Warum sind wir denn gestorben das erste Mal? Das hat keiner gesehen, okay. Aber es hat mich überrascht, dass die einen paralysiert haben die ganze Zeit. Also wirklich. Schieß doch auf uns. Ja, machen wir auch nicht. Sind wieder die Turks, oder? Natürlich. Und tschüss, wir sind unterwegs. Das sind die Mäuren. Ja, ich glaube, die kennt jeder, oder? Scarlet. Aber dass sie überlebt haben, cool. Sie beschützen Cloud. Das sagt sie mit einer so einer Waffe. Ich könnte mich da auch einsetzen und sagen, du nutzlose Scarlet. Okay, wahrscheinlich wusste ich nicht, wie die funktioniert, aber, ne? Hier spielt die Musik. Du erinnerst dich doch bestimmt an mich, oder? Du, alte Schachtel, hier sind jetzt deine Gegner. Du hast doch keine Angst, oder? Nee. Sollte sie nicht. Oder? Sie sollte ein bisschen Angst haben, aber gut. Danke. Wer kann mir ausweichen, ja? Lass das mal, das ist scharf. Ich wollte doch nur Aeris hier den Schützen den Magiekreis geben, also. Wir haben keine Analyse mit uns, oder? Warte. Mist. Doch, Yuffie kann Analyse. Mach mal schnell. Nachdem beide Arme zerstört wurden, kannst du direkt Scarlet auf Scarlet ziehen. Setze sie außer Gefecht, damit der Exomecher schockanfällig wird. Die modifizierte Version von Scarlets Kamisin-roten Exomecher. Sein neues Equipment macht ihn zu einer noch extravaganteren und grausameren Tötungsmaschine. Vielleicht doch keine Rubinwaffe, aber die sieht doch so aus, oder? Wieso heißt sie nicht so? Wahrscheinlich doch keine Rubinwaffe. Ich nehme alles in die Feuerregen zurück, ist keine Rubinwaffe. Oder? Ich hatte das im Titel geschrieben, ne? Weil es sieht doch so aus. Gut, dann halt wahrscheinlich nicht. Aber ich habe mich schon gedacht, die haben diesen Kopf nicht, ne? Aber vielleicht, wenn die fertiggestellt wird, dann. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Aber ich habe ja auch gefragt, Rubinwaffe. Ja, wirksam ist Blitz. Genau so, da können wir wieder Gewitterjutsu anwenden. Und jetzt ist sie nämlich, ja, genau. Ich leg los. Aeris, wieso gehst du denn da raus? So, mach ein Gebet und wir sind wieder mit ihr dran. Mach mal die Säbel kaputt.
Was können wir denn machen? Wirbelsturm, Multiplizierung, eisige Verkettung, donnernde Verkettung auf den, ne? Eris heilt mal wieder ein bisschen. Geh doch nicht aus deinen Dings raus, also wirklich. Jetzt brauchen wir wieder ein Gebet, weil wir alle heilen müssen. Wow. Dann heilen wir mal alle, oder? Kriege ich die damit? Natürlich nicht. Ja, das machen wir nicht mehr, das ist ja doof. Wir können doch Synchro-Fertigkeiten, oder? Nee. Wir brauchen dafür noch eine. Und Tiefer braucht welche. Dann macht Tiefer einen oder stürmischen Umstug, linker Säbel. Nee, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, sie kann das selber machen. Stürmischer Umsturz im linken Säbel wieder. Und im linken Säbel können wir auch angreifen. Oh, wie viel das abgezogen hat. Also wie unhöflich. Synchro-Fertigkeit. Los, Visionssynthese. Was auch immer das bringt. Ich hätte lesen sollen vorher, ne? Ah, drei ATB-Balken. Ja, das ist super. Jetzt müssen wir irgendwie treffen mit Lamninjutsu. Nee. Oh nein, jetzt habe ich... aus Versehen, es tut mir leid. Ich wollte das nicht, Gewitter. Aber es ist ja schnell vollgeladen, ne? Und Aeris kann mal ein Gebiet vollführen. Ist doch gut. Ja, sag ich doch. Gut. Und wir gehen nah dran. Dann können wir auch Limit behalten für die Hexe. Dann aus heiterem Himmel vielleicht. Ja, das geht. Wir sind nah dran, Furikazan. Ich glaube, Tifa ist hier besser gestattet, ne? Stürmischer Umsturz. Natürlich, hier, der Limit ist für dich, Blutrausch. Was denn? Ja, schockanfällig, mach die schockanfällig, los. Jawohl, Aeris. Aeris, du bist gut. Und was kann Aeris? Blitz? Warte. Natürlich. Aeris schickt dann Blitz drauf. Und wir Furikazan und sie ein stürmischer Umsturz. Und noch einen Plus. Natürlich, was für ein aufgewühlter Ozean. Können auch was beschwören, ne? Glaube ich. Dann will ich mal für etwas Abwechslung sorgen. Wen beschwören wir denn mal? Shiva, Phönix? Welchen hatten wir noch nicht? Tifa hat nichts zu beschwören? Was? Das müssen wir ändern. Dann nehmen wir den Phönix. Das haben wir noch nicht gesehen, oder? Besser wäre ja Ramu oder sowas. Hier, Blitz. Aber gut. Seine Attacke haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Egal. Schützender Magiekreis. Wir müssen wahrscheinlich wieder die die da kaputt machen, ne? Stürmischer Umsturz. Los, du kriegst das hin.
Natürlich Schwäche. Was kommt denn jetzt nach den Marco-Sachen? Was ist das denn jetzt? Ein Bohrer? Ich will keinen Elektrobohrer. Haben sich ihre Sachen verändert? Ihre Resistenzen? Oder ist das immer noch gleich geblieben? Wirksam nichts mehr. Toll. Im Schockzustand wirksam. Nachdem beide Arme zerstört wurden, kannst du direkt auf Scarlet zielen. Setze sie außer Gefecht, damit der Exomecha schockanfällig wird. Jetzt also auf Scarlet. Lass das mal. Wir können ein Limit machen, aber ihr Limit macht ja... Wir zielen auf sie, ne? Sollen wir zielen? Stand da. Okay, vielleicht nehmen wir doch Ares Limit jetzt. Das wäre cool. Oh, Phoenix macht jetzt eine Lebensflamme. Cool. Wir hätten ihn auch mehr angreifen lassen sollen. Da habe ich vergessen, Esper-Fähigkeiten zu machen. Egal. Greif sie doch an. Zyklonentritt. Genau. Direkt auf sie. Ich will doch nicht die Panzerhandschuhe. Das ist jetzt eine Smaragdwaffe oder was? Können wir nur die? Nachdem die Arme zerstört werden, kannst du direkt auf... Ja, direkt auf Scarlet oder was? Sie ist doch gar nicht hier. Naja, solange sie nicht hier ist, teilen wir uns mal, ne? Da ist sie ja. Tifa hat ein Limit, dann... Komm, wir machen jetzt ein Limit auf sie. Los. Von beiden Seiten alles... Tifa kann ja noch mehr machen. Stürmischer Umsturz auf sie. Also da steht drin, wir sollen direkt auf sie gehen. Also von daher. Ares kann wieder ein bisschen Gebiete rausschmeißen. Da waren alle weg, das ist gut. Mach doch eine Schockmova, Schockhaken. Müssen wir ausweichen, oder? Raketenschlag. Tschüss. Ja, sollte sie sich uns büßen, oder? Komm wieder zurück. Mit einem oder sollten wir doch die kaputt machen? Mal gucken. Ich habe falsch interpretiert. Das stand da schon die ganze Zeit, oder? Nachdem wir die Handschuhe zerstört haben, können wir sie angreifen. Ich bin doch doof. Warum habe ich gerade was anderes gedacht? Manchmal mein Gehirn, ne? Also manchmal will man nicht in meinen Kopf gucken, was da so vor sich geht. Och Mann, aber wirklich.
So, dann geben wir jetzt mal aus heiterem Himmel den linken Schuh nach. Der ist ja schnell platt gemacht, oder? Und Aerys heilt nochmal alle, ist doch super. Lass das mal. Aus heiterem Himmel und Tifa macht wieder stürmischer Umsturz auf den linken Hand. Auf die linke Hand. Den noch, ne? Dann kommen wir ja auf ihn drauf. Aus heiterem Himmel. Okay, geht nicht. Ach, da kommt sie ja wieder. Ein Arm ist weg. Ja, erwischt. Perfekt, kaputt. Was soll das denn wieder? was soll was? Du bist kaputt. Die Arme. Sie ist wunderschön. Hätte sie die, der nicht, sie nicht fressen können? Was für ein Mädchen, die war doch zerstört. Aerys, Yuffie, alles okay? Ja, ich hoffe, es ist alles okay bei denen. Die dumme Kuh darf die Materie nicht kriegen. Kommt jetzt Barret und Cloud hoffentlich? Oder, naja, Cloud geht's noch nicht so gut, oder? Was macht sie denn da? Ich wollte ja jetzt eigentlich, ne? Naja, wir sind ja noch ein bisschen, ne? Ein bisschen haben wir Zeit noch. Warte. Ich bin unter Zeitdruck. Mein Gehirn arbeitet da nicht so gut. Doch, eigentlich schon. Unter Zeitdruck besser als so. Nun mag ich das nicht. Na. Das kommt sehr ungelegen. Natürlich kommt das ungelegen. Was soll denn das? Könnte mal einer das ja aufhalten? Ja, jetzt kann Cloud wieder rennen. Geht's aber nicht so gut. Cloud. Gib dich ganz deinem Hass hin, Cloud. Was denn für ein Hass? Er hilft doch nur. Wieso ist er denn jetzt so stark? Wieso sieht er so cool aus? Weicht einfach aus. Zwei Kugeln. Das war ja wirklich cool. Cloud hilft dir einfach. Los. Ziehen die sich jetzt zurück oder was? Warum das denn? Cloud, bitte nicht. Er kann doch nichts mehr machen. Cloud, hör auf damit.
hat er die wirklich umgebracht, oder anstatt K.O. zu hauen, auch wenn das da Blut... Was ist denn jetzt los? Nein, sieh doch! Um das zu bekommen, was sie will, kann Genova viele Gestalten annehmen. Das weiß ich. Laut, lass das! Cloud! Nimm sie Frost aus dein Gehirn. Oder sonst was. Nicht, täuschst du nicht. Nein! Cloud! Marco, oder? Kann da mal einer reinspringen, bitte? Oder so. Was jetzt mit Cloud? Er hat eine Gehirnwäsche unterlaufen. Oh Mann! Ja, du hast sie runtergeschubst, sie wird gefressen. Nein, sieh doch. Was zur Hölle? Hä? Mein Schatz. Ich kann mich da dran nicht mehr erinnern. Tifa. Was ist denn jetzt los? Mama. Papa. Tifa, hier sind wir. Das wird heute 40 Minuten Folge oder so. Oh Mann. Tifa. In der Arma drinne? Eine Arma? Mehr Armas? Was? Hä? Okay. Noch andere Moiren? Ich verstehe nichts mehr. Ich verstehe wirklich nichts mehr. Ich kann die Kamera steuern und mir das alles angucken, oder wie? Die Arma und Mäuerin zusammen, okay.
andere Mäuerin, die irgendwie davon abhalten. Wie schwer das reinzudrücken war. Okay, die Arme und zu kämpfen dagegen an, aber warum gibt's schwarze und weiße Mäuren? Hä? Die Mäuren bekämpfen sich. Ja, genau das habe ich mich auch gerade gefragt. Hey, wo sind wir? Ich kann aber nur so ein bisschen hin und her schwenken, wie ihr das seht. Jetzt nach rechts, nach oben, nach links, nach unten. Der Lebensstrom? Ah, jetzt doch. Der Lebensstrom, wo auch Sephiroth und so, ne? Es kommen Erinnerungen. Aber es ist gut, dass man vieles vergisst hier. Und jetzt? Das ist Nibelheim, oder nicht? Natürlich, durchforst den Lebensstrom. Natürlich ist das Cloud, aber jetzt kommen noch Erinnerungen. Ich muss jetzt endlich Schluss machen, die Aufnahme. Warum ist das jetzt so lang? Ich glaube, ich sterbe. Was? Stirb nicht, Tifa. Wir haben noch das hier, ne? Mal gucken, kann ich... Ich kann Pause machen, ne? Gut, dann werde ich hier cutten und sagen, ich sehe euch zur nächsten Folge. Wir sehen uns dann gleich. Tschüssi!